Oh Kack! Schau mal auf der Schatzkarte nach, war das alles oder gibt's da noch Bruder, Platz? Bruder! Weg da, weg da! Was ist das Skelett oder was? Ich, oh, boah, ich bin fast gestorben, ey. Ich bin gestorben beim letzten Mal. Wieder Explosionsfass. So, guck mal hier oben, Emre. Vor allem, ich weiß nicht, ich hab nichts Besseres zu tun, als ihn anzugreifen. Ja, du musst tot. Halt dann weglaufen und dann mit einem Schussding drauf. Ah, okay. Ja, wusste ich halt nicht. Ja. Jetzt oben! Oben, Emre. Ich weiß nicht, so, wo er da hochkommt. Kiss jetzt hin, da ins... jetzt, hier drin. Komm in die Kajüte oben. Ach, oben. Ah, ja, geil. Kannst du dich abstellen, wo du willst, aber ich denke alles mit dir rein. Dann hier in die Ecke einfach nichts. Oh! Drin. Ja, wie komm ich da? Was ist da? Eine Schweinesteuerkugel. Das gehen wir wieder rüber, ne? Ey, mit der Steuerkugel können wir die anderen Gegner fisten. Tour des Seefahrers. Hier, Emre. Oh, danke. Warte gleich, warte. Die Herren. So, warte. Hier ist auch eine Munitionskiste, ne? Falls du hier irgendwas aufmunitionieren möchtest. Ja. Sonst ist hier nichts mehr. Oder? Nee. Warte, da unten ist ein Ruderboot. Vielleicht kann man das benutzen. Ich hab den Jump verkackt. Nee, das ist kaputt. Okay, aber die Kiste hast du, ne? Ja. Okay, sonst sehe ich hier nichts mehr. Was schwimmen wir jetzt denn? Oder? Nee, sonst ist hier nichts mehr. Was sind das für komische Kugeln? Friedenskugeln. Das sind Kugeln, die du abfeuern kannst anscheinend. Ah, lol. Ich hab hier so eine, verschiedene so eine, Effekte. Ja, ich hab hier so eine Kugel, mit denen kannst du quasi von den Gegnern die Steuerräder verzaubern. Diese Wunschkugel befördert Gegner in den Schlaf. Null. Damit kannst du ungestört dein Piraten-Ding durchziehen. Friedenskugel. Ich will auch so eine Kugel haben, ja. Diese Kugel verhindert den Gegner daran, das Feuer zu erwidern. Das ist auch Friedenspfeife? Mit Schiff kann man schneller schwimmen, Emre, ne? Ja, wenn man was trägt, nicht. Oh, das ist schade. Oh, ja. Moritz, du hast deine Arbeit sehr gut gemacht als Navigator. Danke, du auch als Steuermann. Danke, ihr natürlich auch als Segelmänner. Danke. Hey, Leute, habt ihr also gehen wir wieder ans Boot, oder was? Die Schätze, also die Kisten bitte hier reinmachen, ja? Habt ihr mit dem Typen gesprochen auf der Insel? Welchen Typen? Das ist ein NPC. Nee. Pass auf, wo du hinläufst, du bist hier irgendwo... So, hier, genau, einfach da hinstellen mit X, genau, danke. Wieder. Wissen du was? So. Habe ich eine Karte oder sowas? Nee, ne? Ja, eine haben wir jetzt noch. Ich komme wieder zum Schiff. Also wir haben noch, wir haben noch eine hier offen zum Finden, ne? Hier ja. Mit E bei Sunken Grove. Willst du das raussuchen, Morris? Dann verstaue ich hier mal die Kisten. Ja, ich bin auf der Insel gekommen. Ich bin auch auf der Insel. Okay. Die Kanonenkugelkiste können wir unten in den Frachtraum reinstellen. Weil hier sind auch die anderen Kanonenkugeln. So. Im 18 Kanonenkugel. Gehen hier noch die 5 raus. Ich habe auch 10 im Inventar. Ja, dann kannst du die hier in die Kanonenkugelfass reinmachen. Die Steuerkugel, genau. Die kannst du nämlich auch ins Kanonenkugelfass machen. Das ist eine Steuerkanone. Genau, die kannst du dann einfüllen. So. Und dann halt abschießen kannst du. Genau. Und Emre, wenn du magst, dann kannst du also erstmal den ganzen Scheiß ablegen, den ihr habt. Planken und so ein Dreck. Und oh, hier sind noch Löcher. Wir müssen erstmal die Löcher hier alle flicken. Duncan Grove, oder? Ja, doch. Erstmal die ganzen Löcher. Einfach südwestlich. So, was ist das? Proviantfass? Kugelfass. Ja, da könnt ihr eure Kugeln alle reinlegen. Ja. So, jetzt nochmal kurz abchecken, ob hier noch irgendwo Löcher sind. Holz. Ja, wohl Holz könnt ihr eigentlich immer im Inventar haben. Das stimmt. Das ist gut für zu. Die Kanonenkugeln. Sind alle Kanonen oben gefüllt? Keine Ahnung. Ja, ich füll die mal. Weil das glaube ich keine gefüllt. Nee, die sind. Erkennt ihr oben, wenn da so ein Stift oben rausguckt. So eine Zündschnur. Eins, zwei fehlen hier noch. Drei, vier, fünf, sechs Kanonen fehlen noch. Wer hat denn jetzt die Steuerkanone da rausgeholt? Ich hab keine. Ich lasse nur normale Kugeln rein. Ich hab nur Holzbretter dabei und Bananen.
Ah, ihr habt jetzt alle gefüllt hier. Gut, dann gebe ich die Kugeln wieder nach unten. Ja. Alter, Junge, wir haben 40 Kanonenkugeln einfach noch hier lagern. Ja, du, wir müssen jetzt direkt nach Süden und ein bisschen westlich, Südwesten. Südwesten? Ja, Süd-Südwesten eigentlich. Okay, dann Anker lichten, ja, und segeln, ne? Leute, Volldampf. Okay, Volldampf. Nach Südwesten mit die Segeln ausrichten, braucht ihr noch nicht. Wir drehen Anker erst. Müssen wir nach Südwesten. Ne? Emre, Anker. Ja. Ich, ja, nicht, also ich hole gerade die Segel runter. Ja, es ist das ewig, wenn man das alleine macht. Ja, ich mach kurz alle Segel runter. Ja. So, alle Segel sind unten. Emre, du musst halt gleich nur noch richten, ja? Ich muss nur richten. Ja, ja, die Segel sind, aber hab ich schon runter gemacht. Da vorne auch. Ja. Sag Bescheid, wenn du Vollgas haben möchtest, Axel. Ja, zuerst müssen wir mal halbwegs die Richtung. Ja, ja. Geht der Kompass wenigstens wieder. Weil noch ist das Segel nicht im Wind. Warte, ja, wir warten mal, bis er die Richtung hat, und dann können wir die Segel. Ja, ja. Südwesten war das. War das eher Süden oder eher Westen? Südwest. Südwest, okay. Mikrofon. Ja, das ist es, Maxo. Das ist es. Hä, hey, Moment. Wir haben, glaube ich, perfekten Wind, Alter. Hä? Was denn? Mann, ich bin behindert. Andere Richtung. Ich dachte, so wie die Karte ausgerichtet ist, sind die Himmelsrichtungen. Wie, an andere Richtung? Wir müssen Nord-Nord-Ost. Ja, sorry, mein Fehler. Ja, alles gut. Macht nix. Karim, Alter, geh doch mal live. Ja, bin ich doch. Oh. Bin ich jetzt seit 30 Minuten. Jemand muss navigieren, ich sehe nämlich nichts, was vor uns liegt. Also ich sehe auch keine. Ah, ja, warte, links ist ein Felsen. Ja, das ist eine Felsinsel. Kommen wir da so links dran vorbei? Ja. Ja, kommen wir. Viel Platz. Arr! Nord-Nord-Ost, ne? Ja. Ich sag dann einfach Stopp. Ja. Irgendwo links vor uns müsste eine kleine Insel sein und dann ist rechts vorbei. Da sind ganz große Klippen. Also jetzt kannst du Stopp wechseln. Ja, ich muss das halt immer früh genug wissen, weil der zieht noch ein bisschen nach dann. So, wir sind auf richtigen Kurs, oder? Ja, der Wind kommt uns genau entgegen, das hat keinen Sinn jetzt. Ja, da musst du das Segel jetzt ganz nach rechts, nach rechts, weil der Wind geht nämlich rechts am Mast vorbei. Also müssen, nee, anders, da genau so rum, genau. Was jetzt, so? Ja, so, genau, so ist richtig. Ja, perfekt. So? Jetzt geht der Wind links am Mast vorbei. Ja, so genau ist das. Weil bis wir es jetzt wieder komplett rumgedreht haben, das ist das schon wieder andere Richtung. Ja. Arr. Tanz, mein Türke. Kann man noch tanzen? Ja. Ja, klar kannst du tanzen. Wie? Wie war das mit... Ich. Die ganzen Tasten vergessen. Mit denen kann er F-Taste. Also Tour Maus, Bewegung. Weiter nach links? Alter. Ah, keine Ahnung. Ja, jetzt haben wir einen nicen Wind.
bisschen weiter nach links. Also jetzt genau nach Norden. Genau nach Norden, ne? Ja. Ah, da ist eine Schaluppe, eine Galeone, wo wir hinsegeln. Die sind, die fahren auch zu der Insel, glaube ich. Dich, ne? Was? Das war bestimmt Lachs. Ja, das war Lachs. Läuft bei Lachs. Ladet mal eure Waffen an und holt uns mal Munition. Warte, was? Munition holen und Waffen nachladen. Okay. Meine Seefolge, glaube ich. Direkt vor uns. Ja, die. Lass die überfallen, die halten da gerade. Vielleicht sind gerade auf der Insel. Oh, Munition holen. Munition ist auch unten, ne? Ja. Ich hab Angst. Wo denn? Am besten Schrot oder so. Hier, vorne. Vorne. Oder da. Ja, da. Sollen wir die frontal rammen? Ja, mach mal. Aber da muss einer im Schief bleiben und Oh, geil. So, hier alle stellen sich da vorne auf den Bug und springen dann auf Schief und einer muss reparieren und halt das Schief verteidigen. Und Kanone benutzen, oder? Jetzt. Ja. Obwohl wollen wir erstmal. Ich hab was. Ich hab was viel Schöneres. Wir fahren links vorbei, dann wirft einer. Oder die haben gerade geschossen. Oh shit. Auf uns? Ich glaube, die haben sich selbst drüber geschossen. Warte, wir halten links davon, dann schießen wir alle Kanonen ab und dann springen wir aufs Schiff. Oh, die schießen mit der Kanone. Also entweder die schießen auf die Skelette auf der Insel oder. Schießen auf die Insel. Die Laternen vorne ausmachen. Ja, ja. Die Laternen aus. Durch. Wir brauchen ein richtiges Anker-Timing, ne? Ja. Das ist ja auch direkt unsere Insel, ne? Sunken Grove. Ja, eh. Ja, eh. Wurde jetzt gesamt. Dann müssen wir den ihr Schiff kaputt Warte, machen, damit die auf, die auf dem Außenposten... Ex, Lukas darf in die Kanonen gehen schon. Kommt alle hoch, geht dann die Kolonne rechts. Auf dem Weg. Kannst du schon schießen, Bibi? Soll ich probieren? Nee, noch nicht, warte. Mit dem Boss. Ja, wenn ihr auf Schiff schon schießen könnt, dann schießen. Ja, wir brauchen noch ein bisschen, Ja. Ja. Du müsst aber unten reinschießen, ne? Ja, ja. Ja, so die Bibi. Attacke gleich, Alarm. Boah. Anker. Ich bin drüber. Achtung, Achtung, ich bin am Boden, ich muss mich verschießen. Junge! Ah, okay, du hast Anker gesetzt? Ja. Boah, nice. Warte mal, Auch drüben? Ich werde jetzt komplett aus dem Leben nehmen. Da ist aber nichts rum. Da! Ja, da kommt einer. Hab ihn gehittet. Einer kommt im Wasser. Oh, ja. Ist er tot? Nein. Einer sniped. Achtung. Holt die Schätze, ich mach das Boot kaputt von dem. Das sind keine Schätze. Der ist tot. Warte, ich muss heal. Pass draußen auf. Muss ich auch passieren. Einer ist da. Ja, ich muss nachladen. Ich muss essen. Keine Kanonen mehr, keine Kugeln. Da. Ja. Bruder! Wenn einer bei uns drauf ist, müsst ihr Bescheid sagen, ne? Ja, das sehe ich halt gerade nicht. Ihr könnt uns Munition holen. Hab ihn. Ich hab keine Munition mehr. Und ich hab Schäden. Wir haben Schäden geholt? Ja, ich bin. Hier ist unten einer, unten bei mir. Ja, ich bin fast tot. Ich bin tot. Er ist tot. Ah, noch einer! Bruder! Ja, das sind mega viele. Hä? Wo sind unsere Schätze hin? Wo habt ihr hingedacht? Bei Jüte. Bin tot. Ja, in der Kühe. Axel, also hast du die Schätze von uns weggetan? Es spawnen die gleich wieder, oder? Ja. Ja, ich stehe hier mit zwei Leuten. Von denen. Wo hast du unsere Schätze hingetan? Zwei, also. Hey, Emre, hi! Na? Es sind keine mehr. Komm mal hier, Emre. Wir können da gleich durchgehen. Einer von denen ist wieder gespawnt, Leute. Schießen die auf uns auch oder wie? Nee, Tobi, wir müssen abhauen. Anker setzen schnell, weil wir haben. Fuck, ich bin tot, Digga. Ja, lauf! Ihr habt den Schatz geholt oder was? Ja, der hat den Punkt, der ging vom Boot.
Aber du hast den Schatz da oder was? Ja, oh, die schießt auf uns. Ja, dann Anker hoch und weg. Ja, mach ich gerade. Aber ich bleib wieder tot, ich bin tot, wieder tot. Fuck, das hat zu fancy. Wieder tot. Ja, das war's. Fuck. Das Schiff ist kaputt. Junge, ich hab irgendwie 20 Kugeln auf die gefeuert und ihr Schiff ist einfach nicht untergegangen. Ja. Ja, okay, wir müssen jetzt alle. Vielleicht geht's nicht aus, dann müssen wir alle. Moritz, fahr einfach weg, ich geh unten flicken. Ja, Moritz ist auch noch tot. Oh, ich bin tot. Der eine von. Ja, Emre, du darfst jetzt auch nicht mehr bei denen angreifen, Mann. Wir müssen weg. Ja, aber sobald wir den Anker haben, müssen wir wegschwimmen, oder? Wir machen einfach den. Wir ziehen einfach den Anker hoch. Ja, aber das dauert richtig. Ja, ich hab schön gefeiert und du machst so. Ich hab bei mir eine Hausparty gemacht, das waren fünfte Leute ungefähr. LOL, hier ist einer unten! Warum spawn ich nicht? Ich bin schon wieder tot. Leute, wir werden gerade gefickt. Was, Digga? Was macht der für einen Schaden, der Wichser? Ja! Komm, dein Arschloch, brennt! Ah, fuck, jetzt nehmen wir uns die ganzen Plätze, Mann. Ich bin schon wieder down. Ich bin auch gleich wieder tot. Ich bin ins Wasser gefallen. Ja, dann. Fuck. Emre, Junge, gewesen. Alter, mach doch mal was, Emre! Mike, Bruder! Tobi, ich würde gerne das nächste Mal. Ich glaube, wir sollten einfach vorbeifahren. Die abschießen. So, ich mach den Anker. Die Ente reparieren oder sonst irgendwas. Ich mach den Anker. Ja, schön. Ey, das sind jetzt drei Leute von denen. Das sind drei Leute von denen hier. Ja, ich bin schon wieder tot. Ich bin schon wieder tot. Ja, einfach versuchen, den Anker zu machen. Schaffst du es, Emre? Ja. Wie sieht's mit unseren Schätzen aus? Haben die's, oder? Nee, ja, die Schätze sind noch da von uns. Und der Totenkopf, den habe ich ganz runter getragen, hinter die Kiste irgendwo. Flicken! Flicken, was? Flicken? Flicken, die Löcher unten, alle flicken! Es sind keine Löcher unten, es sind keine. Doch, die haben doch eben wieder schon zweimal geschossen, wir haben Löcher unten. Ja, wir müssen. Mach den Anker! Der Anker ist da oben, wir fahren doch schon! Achso, Leute, toll. Wir müssen aber jetzt. Spawn jetzt wieder. Jetzt fahren die uns nach! Ja, die folgen uns. Egal, jetzt machen wir Flicken! Ja, mach ich. Ja, Flick, ich lade mal die Kanonenkugel nach. Müssen wir noch Munition wiederholen, ey. Und Kari macht Segel, oder? Ich mach Segel gleich, ja. Ich teste mal die Erschöpfungskugel, vielleicht treffe ich die. Bruder, das ist so spannend, Mann. Ein geiles Game ist das. Das ist ein mega Game, ja. Die können uns nicht abschießen, die sind bündig hinter uns. Wo ist der nächste Handelsposten? Nehmen wir die Schätze und bringen die weg. Ja, dann krallt sich jeder einen Schatz. Wir sind ja vier Leute, wir haben drei Schätze. Dann können wir uns einfach die Schätze, bringen die schnell weg. Dann können die mit dem Schiff machen, was die wollen. Ja. Wo ist denn der nächste? Ja, ich weiß halt nicht, wo der nächste Dings ist. Ja, wir fahren am besten mal links bei diesem Skelettposten vorbei. Ne, fahr ein bisschen nach links, ich glaube, das ist deiner Schatten. Wir sehen es dann eh, wenn wir nachher wachsen. Das macht mir geil. Ah, Junge, links! Links sind auch noch welche, das ist nur ein anderes Schiff! Nee, Skelettdinger! Hallo, stimmt, das sind Skelette. Denn er. Was sollen denn jetzt? Das ist total unpassend. Jetzt keiner muss denken, wie kann man wie kann man die Kanone. Achso. Ja. Junge, wo kamen die denn jetzt her, Alter? Ja, schau, wie schnell die sind, das sind die Kanonen. Ja, weil die halt nur die Segel richtig setzen. Die waren Kugel, warte mal, ich hol Kugel. Ey, wie knapp sind wir gerade bitte davon, welchen vorbei? Oh, Junge, was ist das denn? Ey, das ist Junge. Ja, wo kommen die denn jetzt her? Schon wieder! Was ist das? Grün? Ich kann lenken. So, und wir laden hier das vorne, das ist hallo. Die ihr könnt schießen. Junge, wir werden gefickt und die hinter uns ficken uns noch mehr. Ja, du bist schon, dass wir nirgends reinfahren. Wo ist der Außenhandelsposten? Wir fahren gerade vorbei, glaube ich. Aber ich weiß nicht, nee, das ist kein. Ich hab keine Ahnung. Ja, wir haben schon gefickt, Alter. Jetzt. So, hier lang. Ich glaub, Junge, schieß die ab! Ja, machen wir ja gerade! Flicken!